Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS 2. Folge 167. Wo mache er Ende? Oh mein Gott. So. In der Folge müssen wir eigentlich ankommen am Ziel. I guess. Ja, 150 Kilometer. Bräuchten wir nicht mal Rafen. Rechts. Aber ich mach's natürlich trotzdem. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Was für eine Ausfahrt? Matt, was ist los mit dir? Die Linkskonferenz sieht ja schon eng aus. Wenn wir mal hier vorne ein bisschen weiter nach rechts fahren und dann schön. Ah, wunderbar. Und immer schon die AfD wählen, weiß. Da dürfen wir weiter, gleich da sein. Noch 15 Kilometer. Kann nicht mehr so weit sein. I guess. Und ich guesse nie falsch. Ey, was ist mit dem los? Ey, was mit dem Telefon los? Alle krank hier. Ah, davon ist es viel. Immer geradeaus. Ikea. Ernsthaft? Oh mein Gott. Am Kreis.
Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Por forma, Junge. Immer geradeaus und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Das war eine schöne Fahrt. Wohin überhaupt? Was hinten? Hinter dem Gebäude. Quasi. Ach, da hinten am Zaun. Hm. Was? Ach, verdammt. Ich bin schon wieder Millimeter zu weit. Geil. Und? 7000 Abzug. Oh, so schon ganz schön viel. Ist aber. Naja, ich meine, wir haben immer noch 100. Viel Geld bekommen. 200.000, was können wir damit machen? Am besten noch reich. Erstmal auf die Kante machen. Packen möchte doch. Weil damit wir was Sinnvolles machen könnten. Ich meine, gut, wir könnten uns mal LKW kaufen. Ja. Eins haben wir noch in unserer Garage. Habe ich da Bock drauf? Wer auch immer überhaupt mal die Frage, oder wir für uns noch einen LKW. Warte mal kurz, wie teuer ist unser LKW eigentlich? Aber ich glaube, unser LKW kostet ein bisschen mehr. Aber nur ein bisschen. Nein, ich brauche einen Händler. Händler. Unser ist garantiert viel nicht teurer. Oh. Ja, halt nochmal so 80.000 so. Warum? Darf ich fragen, warum? Und so müssen wir mal wieder pennen gehen, ne? Ja, wir müssen wieder pennen gehen. Aber wir kennen den Pen, oder? Ah, doch, hier ein Pen. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, hier Pen war auch gleich da. Mal ist egal, war so rum oder so rum, ist egal. Auf geht's. Reparieren wir den LKW ja auch wieder. Dafür sollten wir 11.000 Euro aber reichen. Hä? Oh, ich war in die falsche Richtung. Ja, geil. Ein Glück ist da vorne im Kreisverkehr. Ey, boah, mach hin, warum bremst du, Junge? Ey, verstehe ich gar nicht. Am Kreisverkehr fehlt der Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Natürlich haben die jetzt grün. Ah, so eine schöne freie Straße. Wegen dem Stau fest. Ohne Scheiße. Ah. Hey, wir gehen da rein. Nee, doch da vorne. Hey, wir gehen da rein.
Also von anderen Straße. Ah, okay. Oh, jetzt wird wieder grün. Ja, fahr doch mal. Wieder dran. So, Wartung. Und schon sind wir noch 5000. Eine scheißen Dreck. Wo können wir da am dümmsten parken? Ich glaube, mit Auflieger wird es allgemein ein bisschen eng, ne? Oh, wir können direkt hier parken. Na, passt doch. 9 Uhr. Also, na, dreimal pennen können wir bestimmt nicht, oder? Obwohl doch, müsste klappen. Wir sind ja voll ausgelaugt. Dann wirst du noch dreimal pennen können. Aber weiß mal recht sogar aus. Easy. Schon wird's wieder hell. Weißt du, wo ist die Sonne? Nirgendwo. Na gut. So, das heißt, gucken wir mal ganz kurz. Wie gesagt, die Frage ist jetzt, kaufen wir uns noch einen LKW für unsere Garage und holen uns dann wieder 2 Mitarbeiter? Wäre wahrscheinlich eigentlich am sinnvollsten, wenn wir jetzt wirklich möglichst schnell unsere Firma hochtreiben wollen, ne? Ja, macht schon Sinn. Ich glaube, das macht Sinn. Da müssen wir mal gucken, was für LKW wir jetzt kaufen. Wir haben Scania, Volvo und DAF. Was gibt's denn noch so für Firmen? Wir könnten uns zum Beispiel auch mal Mercedes holen. Einfach mal so just for fun. Online kaufen. Was gibt's denn da so für schicke LKW? Na, auf jeden Fall wahrscheinlich hier dieser New Actros. Der ist noch schon am ehesten Sinn. Die Frage ist, wie hochgezüchtet wollen wir ihn haben? Achso, halt, ich muss erstmal zur Bank gehen. Stelle ich mir schön LKW zusammen, damit ich ihn eh nicht kaufen kann. So, 233.000. Easy. Warte mal kurz, wie leistungsstark sind die ganzen? Immer so 500 PS. Okay. Ja, doch, die DAFs sind auch 500 PS. Das heißt, in der Größenordnung sollte dann auch der Mercedes LKW sein. 500 ist doch so das Typische, was in so einer... Ja, also so halt der Typische. Die meisten Volvos, die rumfahren, haben auch mal 540 PS zum Beispiel. 500 PS, da eher unüblich. Also zumindest was ich so hier in Berlin rumfahren sehe, da haben die meisten entweder 540 oder 460 PS. 560 habe ich jetzt tatsächlich selten gesehen. Ja, aber wie gesagt, 540 oder 460 PS ist so die typische bei Volvo. Bei den anderen LKWs weiß ich jetzt nicht, da steht ja immer nicht drauf. Das Schöne bei dem Volvo ist ja, da steht immer schön an der Seite Allzahl drauf. Wobei ich gesehen habe, bei manchen Mercedes, da hast du auch so eine komische Nummer auf der Seite, wo die PS-Zahl wahrscheinlich mit drinne steht. So ist nicht wieder eine Zahl drinne, die klingt vom Wert her. Sieht sehr aus wie eine PS-Angabe. Aber wirklich, wir wissen natürlich nicht. Ich wollte LKW Händler. Wo ist ein Händler da? Mercedes. Dann gebe ich mir mal den Stuff. New Actros. Ausführung ändern. So, Fahrerhaus kann Stream Space eigentlich sein. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ja, doch, kann auf jeden Fall bleiben. So, 2 Achser auf jeden Fall. Ist eine europäische Maschine, also bitte. So, Motor. 400. Was für eine Leistungsangabe. Hä? Das oder das? Das
Was sind das hier für krumme Werte? Ich meine, wenn man so einen LKW designt und produziert, ja, zwischen dem errechneten Wert in deinem CAD-Modellierungsprogramm, wo du den Motor designst, so, und der Simulation dann danach und der Praxis, hast du immer die gewisse Differenzen. Das heißt, du hast eh immer eine Ungenauigkeit von mindestens 5 PS. So, wenn du einen Motor hast, 500 PS, ha? Und produzierst den von der Stange, dann hast du da locker Modelle drin, die erreichen 495 PS und du hast noch Modelle drin, die erreichen vielleicht 520 PS. Ja? Da kommt ja nicht nur auf den Motor an, sondern auch auf die Ansteuerung, Spritqualität und so viele Faktoren. Warum machen die denn hier genau 578 PS, statt das Ding einfach als 580 PS zu klassifizieren? Oder 575 PS? So ernsthaft? Naja, gut, wir nehmen den, einfach weil der viel preiswerter ist als der hier. Die zwei extra 2.800, also fast 3.000 Euro, sind mir die paar PS nicht wert, so. Gut, das hier wäre natürlich auch nochmal wesentlich preiswerter. Aber das ist dann schon wieder fast... Weiß ich nicht. 500, naja. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir nehmen 450 PS. Doch, das ist. Das können wir machen. So, Getriebe kann das eigentlich tatsächlich bleiben. Fahrerhaus kann auch bleiben. Lackierung, jetzt wird es spannend. Weil der hier geht es kaum vor definierte Farm. Müssen wir also selbst halt anlegen, halt da. Oh, das ist aber alles. Boah. Sieht zwar sehr dunkel aus, vielleicht. Ah, doch, sieht sehr. Ne. So vielleicht. Oh doch, so kannst du relativ gut Farm erzeugen. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt die Farbe hier wähle, weiß ich gar nicht. Muss ich mal nachgucken. Obwohl doch stimmt, wenn man die Farbe kauft und dann so in die Vorauswahl geht, dann bildet es tatsächlich die Werte hier 1 zu 1 bei. Das heißt, ich kann den jetzt kaufen. Pack ihn erstmal bei Laiti rein. Bam. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte genau den haben. So. Ausführung ändern. Dann müsste ja die Farbe auch wieder 1 zu 1. Ja, genau. Das heißt, ich kann beim nächsten LKW einfach nur die. Den Regler verändern und schon habe ich genau die gleiche Farbsättigung, Helligkeit, Dings. Weil mit dem bin ich ehrlich gesagt echt zufrieden, das passt zu dem LKW. Das passt mit der Lackierung echt gut. Sehr nice. Gut, dann haben wir schon mal einen LKW. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Fahrer. Nein, ich brauche den Fahrerhändler. Überzeugt mich alles nicht. Das hier, ja. Das hier auch. Ah ja, Medienkompetenz 0. Du siehst halt richtig bei seinem Bart und so.
Alpha-Textur. Na, das ist scheiße ausgeschnitten wurde auf jeden Fall. Der sieht doch sympathisch aus. Hat aber leider schlechte Wertung. Also aktuell ist es fast echt Robert C. hier. Robert C. oder Nikola. Eigentlich schon fast Nikola, ne? Weil vor allen Dingen, weil er auch schon Fernfahrer hat. Alle anderen sind nicht wirklich hier sinnvoll. Nö, dann ist es Nikola. Dann wird Nikola. Ah, dann kriegst du schon mal den roten. So, und jetzt suchen wir. Achso, da siehst du, wir brauchen ja auch Frauenpower, ne? Ja. Wir haben überhaupt Frauen. Sie dürfte ich aus, gell? Oh, eine Frau haben wir. Ja, let's go, dann wird's halt sie. Easy. Und du kriegst dann, ja, meinen schwarzen LKW. Bam. Easy. Okay. Und kann man jetzt noch ein Naturtalent dazu? Nichts mit Fernfahrt oder so. Ja. Nichts, was überzeugt. Na gut. So. Ein Bankkredit können wir auf jeden Fall wieder zurückzahlen. So, aber nicht gebraucht. Sehr geil. Haben wir noch 6.000 über. Sehr nice. So, mit Römer der Stelle nehme ich auch gleich mal hier. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. So. Bam. So, dann gucken wir mal hier wegen Auftrag. Frachtmarkt und so. Wo sind wir denn? Oh, der ist immer noch da. Oder schon wieder. Ah, nächstes Mal. Auch eine geile Route. Ja, gibt es so viele gute Routen. 300.000, holy shit. Oh ja, das ist einmal quer über die gesamte Map. So ziemlich. GG. Aber alles definitiv zu lang. Das kann man machen. Läuft ab in 3 Stunden. Schaffen wir es in 3 Stunden von Hamburg nach wo auch immer das da ist? Kilometer vor allem auch wieder, ne? Vor allem nur medizinischer Impfstoff. Das ist halt, sobald du halt alle Klassen ausgefüllt hast und du einen Auflieger hast, einen Kühlauflieger hast, kriegst du halt nur noch medizinischen Impfstoff, so. Alle ersten Seiten, komplett voll damit. Da kannst du machen, was du willst. Das ist halt immer das Gleiche. Du hast nur medizinischen Impfstoff. Das Spiel steht voll in den Zeiten von Corona. Das ist doch nicht wahr hier. Holy shit, boy! Ah, jetzt Topfpflanzen? Vielleicht waren die Topfpflanzen so wertvoll. So. Tja, wäre vielleicht. Ich meine, wäre auf jeden Fall eine geile Strecke, ja, aber 3400 Kilometer. Ist natürlich schon viel, würde ich sagen. Ich kann mich gerade echt nicht entscheiden.
kann mich gerade echt nicht entscheiden. Alles so sehr in Spanien. Hm. Nehmen wir doch das hier. Zeit zu gehen. Wo ist es? Nach Mailand. Gut. Schnellreise. Da. 2000 Euro. Route neu berechnen. Das ist so traurig. Aber hey, dafür kriegen wir Kies, Schotter, Cash. Wird schon. Keine Hände entdeckt zum Neuesten. Ja, dann würde man sagen, nächste Folge können wir dann dort tatsächlich lang cruisen. Bis dann.